Borussia Mönchengladbach spielte 2:2 gegen Inter Mailand. Real Madrid blamierte sich beim 2:3 gegen die ersatzgeschwächten Männer von Schachtar Donetsk. Zumindest aber gewann man am Wochenende dann den Klassiko gegen den FC Barcelona und das auch nicht unverdient. Real hier die bessere Mannschaft und es ging mit einem Ausrufezeichen los. Karim Benzema aus Spitzenwinkel trifft da dann nur den Pfosten. Aber drückende Überlegenheit zu Beginn. Chance für Gladbach zum Kontern. Alassane Player. Selber machen. Er legt nochmal quer. Zu Hermann. Und Courtois hält. Nochmal Stindl. Und Varane dazwischen. Doppelchance. Diese Möglichkeiten muss man gegen Real einfach nutzen. Sergio Ramos jetzt in der Champions League wieder dabei. Wurde gegen Schachtar Donetsk geschont. Und das machte sich gleich im negativen Sinne bezahlt. Wurde bestraft. Hier sorgt er wieder für die defensive Kompaktheit. Real Madrid wieder mit dem Ball. 5 Minuten vor dem Pausenpfiff. Elvedi hier gegen Modric. Setzt da gut nach. Hat dann aber nicht den Ball. Stattdessen Valverde. Mit dem 0:1. 41. Minute. Setzt sich da gut durch, drückt ein bisschen mit den Armen. So ging es mit dem 0:1 erstmal in die Katakomben. Ärgerlich für die Fohlen-Elf, aber doch durchaus verdient. Gladbach aber auch im zweiten Durchgang nicht chancenlos, wenngleich Real Madrid nach wie vor die spielbestimmende Mannschaft war. Valverde sorgte für viel Dampf. Vinicius Junior bekommt den Ball von Modric aufgelegt. 60. Minute. Jan Sommer hält den aber fest. Muss er auch machen. Ist zur Stelle. Gladbach konnte am Wochenende ja gegen Mainz gewinnen. Einen Rückstand drehen. Momentan würde man sich hier wohl auch mit einem Unentschieden zufrieden geben. Weil die Elf von Zinedine Zidane mittlerweile auf 2-3 Tore hätte aufstocken müssen. Gladbach bekam aber nochmal eine Schonfrist. Wir springen aber schon so langsam in die Schlussphase rein. Nico Elvedi geht mit an und Thuram. Guter Spielzug, Thuram startet aber zu früh und das doch recht deutlich. Ein Meter da, die Abseitsposition. Gladbachs Offensivbemühungen gaben auch neue Räume auf. Die wurden eiskalt bestraft, diesmal durch Luka Modric, der auch der auffälligste Madrilene war. Entscheidet mit diesem 0:2. Diese Partie. Zidane kann sich freuen. Nach dem Auftaktpatzer gegen Schachtar Donetsk ist Gladbach für Real Madrid kein Stolperstein. Und so gewinnen die Madrilenen mit 2:0.